Ich sitze hier gerade mit Marius im Handysektor-Studio und Marius hat einfach noch nie TikTok verwendet. Deswegen gibt es heute für Marius und für euch 5 TikTok-Accounts, die ihr auschecken solltet. Los geht's! TikTok und YouTube sind die zwei Apps, die über die Corona-Zeit ziemlich viel Nutzerinnen und Nutzer dazugewonnen haben. Und bei TikTok finde ich es auch total verständlich. Es gibt einfach immer neue und auch vor allem viele kreative Inhalte. Ihr habt bestimmt schon einige Accounts, denen ihr folgt, aber es schadet doch nicht, ein paar neue dazu zu gewinnen. Deswegen legen wir direkt los mit Account Nummer 1. Hier haben die Frauen das Sagen und mehr Rechte als Männer. Auf der Insel Sumatra in Indonesien leben die Minangkabau im größten Matriarchat der Welt. Land zum Beispiel wird dort immer von der Mutter an die Tochter vererbt. Nach der Hochzeit zieht der Mann ins Haus der Familie der Frau und sie hat dort auch das Sagen. Leonie ist Historikerin und Journalistin und zeigt auf TikTok Geschichte durch und mit coolen Geschichten. Du erfährst zum Beispiel, ob es früher Piratinnen gab und nicht nur Piraten und ob früher wirklich alle Leute dachten, die Erde sei flach und man kann an der Seite einfach runterfallen, wenn man zu lange in eine Richtung segelt. Noch viel mehr coolen Stuff gibt's bei Leonie, deswegen solltest du sie ganz schnell auschecken. Sie hat auf jeden Fall auch viel mehr Follower verdient. Okay, wie macht er das? Wenn man die Videos von Falco Punch anschaut, dann sitzt man ganz oft mit offenem Mund da und denkt sich nur so, hä, wie geht das? Deswegen hat er es auch absolut verdient, finde ich jedenfalls, dass er zu den Top 3 der deutschen TikToker gehört. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann check ihn aus. Ich finde, sein Erfolg zeigt auch, dass sich Kreativität wirklich lohnt. Vinyl oder Spotify? Wie höre ich klimafreundlicher Musik? Ich helfe euch, CO2 zu reduzieren und nachhaltiger zu leben. Eine Schallplatte mit einer knappen Stunde Musik drauf wird aus 135 Gramm PVC hergestellt. Und das alleine verursacht schon ein halbes Kilo CO2. Tomatensauce aus der Dose, aus dem Tetrapack oder aus dem Mehrwegglas. Was ist eigentlich nachhaltiger? Marius, hast du eine Ahnung? Dann muss unbedingt nachhaltiger leben in deinen TikTok-Feed, in deinen Marius und vielleicht auch in deinen, wenn du gerade zuschaust. Denn da erfährst du genau sowas. Und zum Beispiel auch, ob Eis oder Chips nachhaltiger sind, wenn du sie snacken möchtest. Oder ob du, wenn dir die Umwelt am Herzen liegt, lieber vor TV oder vor TikTok sitzen solltest. Besonders nice, bei nachhaltiger Leben gibt es Links zu den Quellen in der Bio. Und ich finde, das schreit schon fast nach einem ziemlich coolen Referat, oder? Wie, du hast jetzt keine Lust auf Sex, aber ich bin doch jetzt nackt. Braucht es auch für dich ein wenig mehr an stimmigen äußeren Bedingungen, damit du in Fahrt kommst und Lust auf Sex hast? Dann kann ich dir sagen, damit bist du nicht alleine. Sex sells, wissen wir alle, aber Aufklärung sollte noch viel mehr sellen. Und deswegen solltest du ganz schnell den Kanal von Gianna Baccio auschecken. Das ist nämlich die Aufklärerin auf TikTok. Sie ist Sexualpädagogin und beantwortet Fragen oder redet ganz offen über Sexualpraktiken oder Genitalien. Dabei klärt sie übrigens auch Außerirdische auf. Wenn du wissen willst, was da genau dahinter steckt, dann musst du ihren Kanal auschecken. Now we can't dance and we can't twerk, but we love you and we hope that works. Get your cat, get your cat, get your kitty kitty cat, get your cat, get your cat, get your kitty kitty cat. Katzen und das Internet, das ist schon eine Love Story für sich, aber was ganz Besonderes ist auch noch I Am Mosho, the Cat Rapper. Er kommentiert andere TikToks und rappt, und zwar nicht alleine, sondern mit seinen Katzen, die die coolsten Namen ever haben, nämlich zum Beispiel Queen Sushi, DJ Ravioli oder Lil Parmesan. Absolut Kitty Lady, wenn ihr mich fragt, und wenn ihr Bock auf Catastic Content habt, dann solltet ihr ihm folgen. Das waren mal meine 5 kurzen TikTok-Account-Tipps für euch. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welche Accounts eurer Meinung nach noch mehr Follower und Aufmerksamkeit verdient haben. Wir sind übrigens auch auf TikTok und freuen uns, wenn ihr mal reinschaut oder einfach hier den Abo-Button haut.